الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد فيا عباد الله, so hat Allah Azza wa Jal im Koran gesagt: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Und als der Herr sagte zu den Engeln, dass ich auf dieser Welt einen Statthalter legen werde. Allah Azza wa Jal hat uns als Khulafa auf dieser Erde gesandt, auf dass wir mit Allah Azza wa Jal Gesetzen handeln. Auf das wir mit Allah Gesetzen handeln, und somit hat er uns den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesandt und mit ihm den Koran als Rechtleitung, Hidayatan lil Alamin, für die Menschheit. Und Allah hat in diesem Koran auch ebenso Formeln, Sunan Kauniyya, herabgesandt. Uns gelehrt, dass es einige Formeln gibt, wenn die passieren, dass eine Reaktion passiert, sodass eine andere Sache mit ihr passiert. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel: وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Und glaubt an Allah Azza wa Jal und seinem Propheten. وَلَا تَنَازَعُوا, und streitet nicht, sodass ihr nicht zu denen gehört, die versagen, auf dass ihr danach schwach werdet. Allah Azza wa Jal hat uns gelehrt, dass wir zusammen als Einheit stark sind. Doch wenn wir uns trennen, schwach werden. Genauso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich bittete meinem Herrn drei Sachen. Drei Sachen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah azza wa jalla gebetet. Die erste Sache ist, dass er uns, seine Umma, nicht so zerstört, wie er die anderen Völker davor zerstört hat. Es wird keine Flut geben, die uns ertrinken werden lässt. Es wird keinen Schrei geben wie bei Thamud, der uns vernichten wird. Es wird keinen Sturm geben, der uns zerstören wird. Und die zweite Sache ist: Sa'altu Rabbi, ich bittete Allah Azza wa Jal, dass er uns nicht zerstört durch einen Feind, der nicht von uns ist. Das bedeutet, es wird kein Volk geben, der uns zerstören werden kann, der uns vernichten kann. Genauso wie die Perser und die Römer vernichtet worden sind. Dass man sie heute nicht mehr sieht. Allah Azza wa Jal hat ihm diese zwei Bitten gewährt. Er gab ihm diese Bitten. Doch hatte er die dritte nicht gewährt. Und die dritte ist, dass die Korruption nicht entstehen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er schon wusste, dass es eine Irreleitung geben wird, dass es eine Korruption geben wird, hatte Allah schon davor in seiner Zeit gebetet, dass das nicht passiert. Doch Allah Azza wa Jal, li hikmatin ya'lamuhu Allah, durch eine Weisheit und ein Wissen, das Allah Azza wa Jal nur weiß, hat er es ihm nicht gewährt. Heutzutage haben wir Mottos oder Zitate, die wir nicht erwähnen sollten. Wie zum Beispiel: ittafaq al-Arab ala alla yattafiqu, ittafaq al-Muslimun ala alla yattafiqu. Die Menschen, die Araber und die Muslime haben sich geeinigt, dass sie sich nicht einigen werden. Solche Sätze sollte man aufhören zu verbreiten. Denn die Unterschiede, die unter uns sind, sind viel weniger als die Gemeinsamkeiten, die in uns sind. Denn wir alle sagen La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wir alle haben die Quelle, den Koran und die Sunna. Und wir alle haben die gleiche Gebetsrichtung. Die Gebetsrichtung ist die Kaaba und dort ist auch Jabal Arafah. Jetzt, wo wir hier sind,
sind unsere anderen Brüder im Hajj, in Mekka. Und morgen stellen wir sich vor, dass sie auf Jabal Arafah sind. Hebend ihre Hände, ihre Augen weinen. Sie bitten Allah um Vergebung. Und sie machen Fürsprache für ihre Angehörigen und ihre Familien und ihre Freunde. An diesem Tag war Ibn Abbas radiallahu anhu auch auf Jabal Arafah. Und er sagte, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Als das ein Mann hörte, sagte Ibn al-Abbas, was ist mit dir, dass du Dhikr machst, während die anderen Dua machst? An diesem Tag sollte man anfangen, Dua zu machen, Allah um Vergebung zu bitten und nicht Dhikr zu machen. Und er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam يقول sagen. Ich hörte die Jibril a.s. sagen, dass er von Allah persönlich gehört hat. Man shagalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Wer sich mit dem Zikr an diesem Tag beschäftigt, von dem Bitten, so werde ich demjenigen etwas anderes, etwas Besseres geben als das, was der gefragt hat. Das ist die Gewaltigkeit von Jabal Arafah. Das ist die Gewaltigkeit von Yawm Arafah, an dem Tag, wo die Muslime sich an diesem Ort vereinigen. Nicht die Medien sind dazu ständig gewesen, dass sie sich vereint haben. Nicht die Herrscher haben sie dorthin gerufen. Und nicht Geld oder sonst etwas, was von Vermögen ist und von der Dunya ist, hat sie dort versammelt. Das Einzige, was sie dorthin versammelt hat, ist die Liebe zu Allah, ist der Glauben zu Allah und dem Propheten. Das ist die Gewaltigkeit dieses Tages, sodass Allah die Barmherzigkeit an diesem Tag so sehr herabsendet, dass der Shaitan an diesem Tag so schwach ist, dass er keine Kraft hat. Er ist genauso an diesem Tag schwach, genauso wie er in Badr war. In Badr, als die Muslime ganz wenig waren und Kuffar Quraysh auf der anderen Seite so stark waren, also so viele waren, hat Allah trotzdem Tausende von Engeln herabgesandt, und als der Iblis, als der Teufel diese Mehrheit gesehen hat, ist er geflohen und sagte, Inni akhafu Allah, Rabbil Alamin. Ich fürchte Allah, wahrlich, der Herr der Welten. Allah ist der Allvergebende. Allah ist der Allverzeihende. Allah ist der Allwissende, der niemand vergisst. Somit hatte er nicht nur die Hujjaj, die jetzt in Kaaba sind, mit dieser Sache belohnt, indem sie ihre Sünden vergeben können, indem sie diese Chance haben, dass ihr Umadatum, dass sie so zurückkehren, als wären sie neu geboren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte uns, dass wir an diesem Tag, dass wir morgen auch fasten können, damit wir genauso eine ähnliche Belohnung kriegen, genauso wie sie. Denn an diesem Tag, wer diesen Tag fastet, dem werden seine Sünden vom letzten Jahr und vom nächsten Jahr vergeben. Soll uns Allah unsere Sünden vergeben, unsere Taten in diesen 10 Tagen, die wir begangen haben, akzeptieren, und dass wir Allah vor ihm mit einem Glauben, mit Iman, mit La ilaha illallah im Herzen vor ihm stehen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu yaghfir lakum. فيا فوز المستغفرين